Ja, Pixel Junks geht in eine weitere Runde und ja, wir sind immer noch bei dem Hungeranzug, wo wir immer noch rätseln, wie wir da weiterkommen, oder beziehungsweise ich rätsel, wie ich da weiterkomme. Wo ich immer noch nicht ganz geschnallt habe, wie es da weitergeht. Müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit finden, da durchzukommen. Also ich wüsste aber auch nicht wie, ob man vielleicht mit den Steinen irgendwas machen muss oder so. Ist das vielleicht irgendwie das Rätselslösung? Dass man sich die Steine vielleicht aufheben muss? Das kann ja auch nicht sein, oder? Wenn die Steine irgendwie in eine gewisse Richtung schieben muss. So. Schauen wir doch mal. Da ist die Lava. Vielleicht müssen wir doch erst hier lang. Vielleicht müssen wir die Steine zum Schützen nehmen irgendwie. Wenn ich jetzt hier durchgehe, fallen beide runter. Und ich kann beide wahrscheinlich nicht verschieben. Ich will jetzt erstmal hier lang gehen. Wow, 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 nein, 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 nein. Vielleicht müssen wir da nur einmal reinbeißen, dass die Lava nur eben rausfließt. Das schauen wir mal eben. Das wäre eine gute Idee, vielleicht nur einmal reinzubeißen. Komisch, dass denn das nicht wehtut. Dem Monster, als wir ihn seine Knochen wegbeißen. Dass er nicht anfängt zu brüllen, so wie in der Einfolge. Aber es ist schon urig, es sieht schon total aus. Also es erinnert mich stark an Pac-Man auf jeden Fall. Also vor allem auch diese schrittweise Bewegung, die man jetzt machen kann. So. Probieren wir das Ganze doch nochmal aus. Hallo, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Oh, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Ja, hat uns das jetzt was gebracht oder gar nichts? Ich kann aber so schlecht da unten hingucken, weil es ja so heiß ist hier. Bringt uns denn irgendwas, wenn wir die Steine irgendwie anders bewegen da oben? Wenn wir die irgendwo anders... Uah, anders hinlenken? Und plumps. Bringt mal gar nicht, so wie das aussieht. Ne. Okay. Wow. Das bringt uns echt mal gar nichts. Jetzt kommen wir da sowieso nicht weiter. Wir sind gleich am Brennen, wenn wir nicht aufpassen. Ja, das ist natürlich ein bisschen dämlich. Und die Steine kriegen wir hier wahrscheinlich nicht weg, oder? Oder können wir die da noch mit drüber schieben? Ne. Okay. Uah. Also das, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Der Reflex ist hier ein bisschen... Ja, hier, weißt du doch, verstehst du doch hier. Das ist ein bisschen überfordert hier mit Level-Design und so und hast du nicht gesehen. Mit allen Dings und Bums und überhaupt und hier hoch und runter. Uah. Uah. Aber hier können wir ja eigentlich nur den zerstören. Ich dachte vielleicht mit dem Wasser hier, aber bringt da irgendwie nichts. Dann können wir das Wasser irgendwie darüber fließen lassen. Ne. Hm. Sehe ich wieder irgendwie was nicht hier oder so? Da bin ich schon wieder so blind. Schutzschild brauchen wir definitiv. Aber wofür? Kann er nicht mitten in die Lava reinfließen?
Ich bin da echt überfragt, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht hat das doch was mit den Steinen zu tun, dass wir die irgendwie brauchen. An gewissen Ecken oder so, dass die Lava da weggedrückt wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ne, das geht nicht. Ich gehe nur einmal in eine Richtung, okay. Aber wie kriegen wir die denn da raus? Kriegen wir die da irgendwie rübergeschoben? Fallen sofort um. Okay, die bleiben übereinander nicht stehen. Na super. Ah, ich verstehe das nicht, also. Nicht einfach so, zu blöd, das zu sehen. Und da füllt sich die Lava wieder auf und das war es auch schon wieder. Jetzt hat sich das für uns wieder erledigt. Ja, Leute, das bringt hier anscheinend irgendwie nichts und ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und dann schaue ich mal kurz nach, wie es dort weitergeht. Also, bis dann. So, ja, willkommen zurück. ich musste eben schneiden und ja, ich habe mir kurz ein YouTube-Video angesehen und zwar, bei Gottes Willen, ich habe wieder was etwas nicht gesehen gehabt. Wie es natürlich reflex-typisch ist. Und zwar gibt es an einer Stelle hier in diesem Level eine Wasserblase, die ich partout nicht gesehen habe. Und dann ist natürlich ganz logisch, wie das funktioniert. Naja. Wollen wir mal. Gott sei Dank gibt es ja so schöne YouTube-Videos, wo man sowas mal nachschauen kann. Zwischendurch, vor allem mit der PlayStation geht es ja. Man kann ja das Spiel laufen lassen, während man guckt. Das ist ja natürlich super praktisch. So, aber für euch quasi ohne Unterbrechung geht es dann direkt weiter natürlich. Und zwar da hinten rechts, hier rechts dieses grüne Dingen da. Das ist im Übrigen, ist das eine Wasserblase. Muss ich nur eben gucken, wie ich da dran komme. Genau so. Wenn man hier drauf drückt, so, zack, 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 entsteht Wasser. Ja. Hätte ich das vorher gewusst. Nicht wahr? So. Dann kommen wir nämlich auch hier unten hin. Wie essen wir den denn auf? Kann man den aufessen? Ja. Das war knapp. So, und somit haben wir das Level dann wahrscheinlich auch gleich geschafft. Wow, knapp, 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 knapp. Ja. Zack. So. Ach, da ist die Tür, okay. Schön, dass da die Tür ist. Können wir da auch direkt hin. Und dann hätten wir das. Gott sei Dank. Meine Güte. War das anstrengend. Mama mia. So, ah, jetzt kommt wieder hier unsere Freunde hier mit den Bienchen. Wir müssen ein bisschen aufpassen müssen, was wir da machen. Dass uns die nicht auffressen hier. Weil die wachsen ja. Nein. Weil die wachsen ja so schnell hier. Ah, da kommen wir gar nicht weiter. Aber hier. So, da haben wir ein Schutzschild. Da sind zwei Kameraden von uns. Was ist hier? Uah! Müssen wir mal ganz schnell hier durchkommen. Uah! Ohne, dass sie uns aufessen. Die Magensäure. Die schlimme Magensäure. So sieht das bei euch im Magen... Ja, so sieht das bei euch im Magen auch aus. Wow! Ganz schön knapp. So, ein Diamant. Den retten wir erstmal. Und dann
geht da unten die Tür auf. Dann können wir hier... Ah, die nehmen wir natürlich alle mit. Wow. Cool. So wie die Magensäure zerstört. Das gibt bestimmt unheimliche Magenschmerzen und Auerbauch bei ihm. Und zack. So. Oh nein, nicht schon wieder. So gut und schön das auch alles ist, aber vielleicht werde ich diesmal ein bisschen schlauer. Schauen wir mal. Vielleicht brauche ich diesmal nicht gucken. Sehr schön. Wie töte ich die? Also ich kann dich gar nicht töten, okay? Da muss ich schneller sein wie die. Na toll, super. Das hat's jetzt auch voll gebracht. Das hat's jetzt auch voll gebracht. Na gut, okay. Also wissen wir schon mal, die folgen uns. Die können wir den Weg so ein bisschen abschneiden, wenn wir wollen. So, das haben wir schon mal damit gemacht. Aber wenn wir jetzt da reingehen, folgen die uns, ne? Ist ja richtig. Kein Problem, mit ein bisschen Nachdenken geht das schon. Und ich habe gesehen, man kann es ja sowieso auch an einer Konsole zu zweit spielen. Nein! Was tue ich da? Was erzähle ich denn da? Ja, natürlich kann man es an einer Konsole zu zweit spielen. Funktioniert sogar sehr, sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Soll auch ganz lustig sein. Dann ja, super. Ganz toll. Und jetzt? Ja, toll. Haben wir schon mal einen mehr, der uns nervt. So, wie gesagt, kein Problem für uns, dieser Bereich. Aber der Bereich, der macht mir ein bisschen Sorgen. Wir denn an den da unten dran? Erstmal nehmen wir unser Schutzschild mit. So. So, 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 so. Also, okay, alles klar. Erstmal hier lang gehen. Hier lang uns reingraben. Aber das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt. Hui. Da haben wir es erledigt. Also weiter geht's. Auch cooler Soundtrack gerade mal wieder. Nicht. Da ist wieder einer mit einem Fähnchen. Cool. Mit einem Fähnchen. Der Goro. Stierparasitenabschaum. Wir müssen diese Viecher zuvor... Was? Vorzeitschlamm verschießen. Ein Befall diesen Ausmaß darf schwer... Was? Diesen Ausmaßes bedarf schwerer Feuerkraft. Du weißt, was ich meine. Yeah! Wie aber auch yeah geschrieben wurde. Where am I? Muss I hin? Nein, das war falsch. Und wieder von vorne.
Oh nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Ja, der Anzug, der Anzug, der Anzug. Hui. So. Das ist ja klar, das wissen wir ja, wie das funktioniert. Klar, wie Kloßbrühe. So, Schutzschild mitnehmen. So. Das ist jetzt ein bisschen, also ich weiß nicht, von der Spielart her. Hätte ich mir ein bisschen anders, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, weil fällt mir nicht mehr so gut. Warum tun die jetzt nichts? Jetzt tun sie nichts mehr. Und wir haben immer noch unser Schutzschild, das ist schon mal sehr, sehr gut. Nehmen wir mit. Wofür die ist, weiß ich immer noch nicht. Da oben ist wieder der Orgo. Der oder Goro. Goro, 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 Ich rush da einfach durch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt das ein bisschen mit diesem Knochenabbau. Das ist kein schönes Level, finde ich. Da gefielen mir die anderen wesentlich besser. Der eine steckt da unten fest, der klemmt da irgendwie. Ich klemme! Ich klemme! So. Ne, wie gesagt, also dieses System von dem Spiel gefällt mir gar nicht. Also, das ist nur nervig. Jetzt werden bestimmt viele sagen, ja, wenn du nachdenken musst, du Pfeife. Genau. Ja, wenn man scheiße ist, ist man scheiße. Das ist so. Ja. Gerade auf, ich gucke gerade nicht großartig auf die Uhr. Ich muss die Folge sowieso zusammenschneiden. Ja, super. Toll. Seit wann können die denn um Ecken schießen? Egal. Naja, egal. Jetzt habe ich kein Schutzschild mehr. Ich dachte, ich hätte es hier oben noch nutzen können. Naja. Nee, wie gesagt, da hätte man ruhig ein anderes Level nehmen können. Level Design. Ja, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich habe es gesehen, wie man es machen kann. Ah, da ist ein scheiß Schutzschild. Ah. Nein! Da habe ich sogar einen von unseren Teammitgliedern in den Tod gerissen und ich glaube, ich habe mir ein Eigentor geschossen, oder? Ah, nee, doch nicht. Aber ich könnte mir jetzt eins schießen. Gott sei Dank. Boah, bloß weg hier. Blub, 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 blub. Bloß weg hier. Oh, mein altbewährtes Raumschiff. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Meine Güte. Okay, da ist schon mal der Ausgang. Das sind wieder die nervigen Freunde von gerade.
die ja so gut zielen können. Da war wieder ein Diamant. Ah, die Magensäure, die wächst aber auch verdammt schnell, ne? Nicht wahr? Muss ich ja mal sagen. Uah! Will er mich veräppeln? So, erstmal Wasser sprühen hier. Nochmal Wasser sprühen. Noch mehr Wasser da reingerät. Und Magensäure muss weg. Magensäure muss weg. Da sind zwei Kollegen, die wir noch aufnehmen. Wo müssen wir hin? Ach, jetzt müssen wir da hin. Ne? Oh mein Gott. Ganz schnell zum Ausgang. Ganz schnell zum Ausgang. So. Dann nehmen wir aber noch was von dem Wasser, von der Wasserblüte mit. Was wir haben, haben wir. So. War ja so klar, dass wir hier nochmal Gesellschaft kriegen. So. Und dann soll es das gewesen sein. Oh, Gott sei Dank haben wir diese Knochenbeißerei hinter uns gelassen. Gott sei Dank. Naja. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann einfach mal Magen-Darm-Projekt an. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Das Magen-Darm-Projekt. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.